Soel Abdulhanzadeh spricht Klartext. Nach nur wenigen gemeinsamen Wochen mit Daniela Büchner, 43, ist zwischen den beiden schon wieder alles aus und vorbei. Das verkündete die Goodbye-Deutschland-Bekanntheit live im TV und erzählte darüber hinaus, dass ihr Verflossener ihr diese Entscheidung per WhatsApp mitgeteilt habe. Davon will ihr Ex allerdings nichts wissen. Nun erzählte Soel, wie die Trennung tatsächlich abgelaufen sein soll. Im Interview mit Bild räumte der 34-Jährige zwar ein, sich in Gedanken schon einige Tage zuvor von Dani getrennt zu haben, angeblich sei ihm die ehemalige Dschungelcamperin dann allerdings zuvor gekommen. Streng genommen habe ich mich gar nicht von ihr getrennt, sondern sie sich von mir, stellte er klar und schilderte weiter, es war so, dass wir getextet hatten. Dani hat im Textverlauf geschrieben, dass es besser wäre, wenn wir getrennt sind, und dass wir getrennte Wege gehen. Das habe ich dann nur bestätigt. So ist es abgelaufen. Dass Dani vor laufender Kamera über ihn gesprochen hat, scheint dem Barbesitzer gehörig gegen den Strich zu gehen. Wenn eine Person, die du vorher in Schutz nimmst, dich mit einem Hund vergleicht, obwohl diese Person keine öffentliche Schlammschlacht wollte, wetterte Soel kurz nach ihrem Auftritt in seiner Instagram-Story.